herzlich willkommen und vielen Dank schon mal, dass Sie sich reingeklickt haben zu einer neuen Folge Nachtvorlesung nachgefragt. Hoffentlich kennen Sie unsere Sendung schon. Wenn nicht, hier ganz kurz ein paar Infos, worum es geht. Jede Woche machen wir eine neue Sendung für Sie. Jede Woche geht es um eine bestimmte Erkrankung. Und wir von Asklepios möchten Sie in Nachtvorlesung nachgefragt richtig aufklären, Ihnen einmal alle wichtigen Informationen zu einem bestimmten medizinischen Thema geben. Falls Sie auch ab und an das Gefühl haben beim Arzt, dass Sie vielleicht nicht alle Fragen stellen konnten, die Sie loswerden wollten. Heute soll es um das Thema Hautkrebs gehen, ein Thema, das doch viele von uns entweder betrifft oder wir kennen jemanden. Wir alle sind regelmäßiger Sonnenstrahlung ausgesetzt, deswegen heute eine Sendung zum Thema Hautkrebs. Ich begrüße dazu ganz herzlich Professor Dr. Christian Sander, Chefarzt der Eduard-Arning-Klinik für Dermatologie und Allergologie an der Asklepios-Klinik St. Georg. Herzlich willkommen. Guten Abend. Herr Professor, wenn von Hautkrebs die Rede ist, dann denkt man ja meist an den schwarzen Hautkrebs, an das Melanom. Es gibt aber auch weißen Hautkrebs, oder? Ja, generell unterscheidet man den weißen Hautkrebs vom schwarzen Hautkrebs. Sie hatten schon erwähnt, der schwarze Hautkrebs ist das maligne Melanom und der weiße Hautkrebs ist das Basalium oder Basalzellkarzinom und das Stachelzellkarzinom. Unterscheidet man das auch dahingehend oder kann man so sagen, dass der weiße Hautkrebs nicht so gefährlich ist oder wäre das nicht ganz richtig? Da muss man ein bisschen differenzieren. Wie schon gesagt, beim weißen Hautkrebs unterscheidet man das Basalzellkarzinom oder auch Basalium genannt vom Stachelzellkarzinom. Das Basalzellkarzinom ist heute der häufigste Tumor des Menschen. Mhm. Und er tritt hauptsächlich auf in den Körperstellen, wo viel Sonnenlicht im Leben hingekommen ist. Also zum Beispiel im Gesicht. Das Basalzellkarzinom streut nicht, das heißt, es bleibt an dieser Stelle, wo es sich gebildet hat. Macht also keine Metastasen, aber an der Stelle, wo es ist, da wächst und wächst und wächst es. Deswegen ist es so wichtig, dass man es richtig operativ entfernt, gleich von Anfang an. Wie wird der genau behandelt? Der Patient kommt zu Ihnen, Sie schauen sich den Patient an und dann kommen Sie zur Diagnose oder Sie sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, dann muss ich eine kleine Hautprobe nehmen und diese Hautprobe unter dem Mikroskop untersuchen. Dann sehe ich, jawohl, es ist ein Basalzellkarzinom. Wenn dann die Diagnose erstellt ist, dann kommt der operative Teil, dass Sie diese Läsion operieren. Mhm. Und das operieren Sie, indem Sie es rausschneiden und das, was Sie rausgeschnitten haben, orientieren, damit Sie genau wissen, das ist unten, das ist oben und das ist bei 14 Uhr und das ist bei 18 Uhr und bei 20 Uhr. Dass Sie also von der Sache, die Sie rausoperiert haben, eine Lageskizze haben. Mhm. Dann geht das Ganze ins Labor, wird da aufgearbeitet und dann haben Sie den Befund, wo Sie sehen, jawohl, ich habe das Basalzellkarzinom ganz entfernt oder ein bisschen ist an einer Stelle noch da. Dann muss ich an dieser Stelle noch mal nachschneiden, bis ich alles raus habe. Und wenn dann alles raus ist, ist man den Krebs dann los und muss sich erstmal keine Sorgen mehr machen? Dann sind Sie das Basalzellkarzinom oder auch Basalium genannt los und brauchen sich keine Sorgen machen. Ja. Stimmt das eigentlich, dass bei dem weißen Hautkrebs häufiger ältere Menschen betroffen sind? Ja klar, der weiße Hautkrebs wird induziert durch die Sonne und je länger Sie leben, umso mehr Sonne haben Sie bekommen. Ja, das ist nicht nur die Sonne, die Sie an der Ostsee bekommen oder an der Nordsee, am Strand oder im Süden, sondern auch die tägliche Sonne, wenn Sie von zu Hause zum Beispiel spazieren gehen, 20 Minuten oder zum Kiosk gehen, sich die Zeitung holen. Mhm. Das ist die tägliche Sonne. Über ein langes Leben potenziert sich das zu einer großen Strahlenbelastung. Würde das in dem Zusammenhang denn Sinn machen, selbst wenn man mal zum Kiosk geht, sich einzucremen? Also was für eine Bedeutung hat das tägliche Sonnencreme vielleicht? Da sind wir beim Punkt Anti-Aging. Durch die tägliche Sonne altert die Haut. Das ist ganz klar, das können Sie bei sich selbst sehen, wenn Sie sich Ihren Unterarm und Oberarm anschauen. Mhm. Da haben Sie oft so kleine braune Punkte. Die oben kommen, ganz viele und unten kaum. Genau, die kommen ganz. Und wenn Sie sich dann hier in der Achselhöhle anschauen, dann haben Sie gar nichts, weil da praktisch keine Sonne hinkommt. Das ist das normale Sonnenlicht, was über ein langes Leben eben auch eine Hautalterung macht. Und dagegen kann man sich schützen, indem man zum Beispiel einen Lichtschutz aufträgt, für das normale Leben Lichtschutzfaktor 20, das schützt Sie vor den normalen Sonnenstrahlen des Tages. Wenn Sie natürlich an den Strand gehen oder eine Hochgebirgswanderung machen oder den ganzen Tag in der Sonne sind, ist der Lichtschutzfaktor 20 zu wenig. Da müssen Sie dann mehr auftragen, einen höheren Lichtschutzfaktor.
Das ist ja wirklich interessant, dass man selbst für kurze Strecken oder für unsere Breiten gerade einen relativ hohen Lichtschutzfaktor empfiehlt. Denn wenn man mal schaut in den Drogerien, da ist Schutzfaktor 2, Schutzfaktor 4. Das ist wichtig zu wissen, dass das eindeutig zu wenig ist. Richtig, das ist aber Schutzfaktor unter 20 ist sehr, sehr gering. Ja. Ja, also das brauchen Sie schon. Und wir müssen eben mal sehen, dass wir hier eine ganz andere Kultur gewöhnt sind. Wenn Sie in Singapur sind und Sie schauen sich ein bisschen um, dann sehen Sie, dass die Menschen, die in Singapur wohnen, aus dem Auto aussteigen, den Sonnenschirm aufklappen und die 6 Schritte zur Haustür unter dem Sonnenschirm laufen. Mhm. Ja, ist bei uns undenkbar. Wenn wir schon in anderen Teilen der Welt sind, können wir vielleicht nochmal das Beispiel Australien aufgreifen. Dort ist die Neuerkrankungsrate, glaube ich, am höchsten oder auch die anteilige Rate der Hautkrebserkrankung. Woran liegt das? Das liegt an der extrem starken Sonnenstrahlung in Australien. Und die Menschen, die in Australien leben, kamen sehr oft aus Schottland und aus England in früherer Zeit. Heute ist es ein bisschen anders. Und diese Menschen haben einen sehr hellen Hauttyp. Man unterscheidet ja zahlreiche Hauttypen. Hauttyp 1 ist ganz helle Haut, rothaarig, blauäugig. Und dieser Mensch, wenn er in die Sonne geht, bekommt nie eine Pigmentierung, also eine Bräune. Der Hauttyp 2 ist ein bisschen weniger hell, aber auch noch blond, oftmals blaue Augen. Und der bekommt ein bisschen Farbe, wenn er in die Sonne geht. Mhm. Und diese Menschen, wenn die natürlich in dieser starken Sonne in Australien leben und dann eben da zum Kiosk gehen, die Zeitung holen, mal öfters an den Strand gehen, das ist in Australien ja sehr einfach zu machen, dann bekommen die eine extrem hohe Sonnenstrahlung ab und das macht eine deutliche Hautalterung und führt aber auch dazu, dass eben der Hautkrebs sehr rasch herauskommt. Hängt dann ja auch mit dem, ich sag mal, nicht ganz ungefährlichen Schönheitsideal zusammen, dass Braunsein gleich Schönsein ist. Ich glaube, das muss man heute wirklich wissen, dass das gar nicht so unkompliziert ist. Nein, das war ja ganz früher mal anders, bis Coco Chanel kam, die mit einem britischen Milliardär auf dem Mittelmeer, auf der Yacht dieses Milliardärs rumschipperte und dort eben braun wurde, dann nach Paris zurückkam und das so toll fand, dass sie ihre Mannequins eben auch zum Bräunen schickte. Und so wurde das en vogue, dass Braun gut ist und schön ist. Wenn Sie heute blass sind, dann sagt jeder zu ihm, ach Gott, sind Sie blass, geht es Ihnen gut? Ja? Ja. Ist natürlich völlig falsch. Unsere Haut, wenn Sie eine helle Haut haben, ist für die Bräune nicht geeignet. Was haben Sie denn für einen Tipp für unsere Zuschauer, die natürlich mal in den Urlaub fliegen, vielleicht in südlichere Gefilde? Wie viel Sonneneinstrahlung ist okay? Welcher Schutzfaktor? Was darf man seinem Körper zumuten und was ist zu viel? Gut, da müssen wir natürlich zuerst reden, wo geht's hin? Ja? Geht's in die Tropen? Geht's ins Hochgebirge? Ja? Das muss man wissen. Am Strand ist die Sonnenbelastung sehr stark um die Mittagszeit. Dann müssen wir über die Zeiten sprechen. Die Sonne ist stark immer von 10 bis 16, 17 Uhr, danach ist sie deutlich schwächer. Und man muss natürlich wissen, wie hell man ist. Ja, wenn Sie sehr hell sind, müssen Sie extrem vorsichtig sein. Aber man kann sich natürlich sehr gut schützen, indem man einen Sonnenhut aufzieht, indem man eine Sonnenbrille aufzieht, indem man die Körperstellen bedeckt, die man nicht braucht, und den Rest mit einem hochpotenten Lichtschutzfaktor eincremt. Mhm. Damit kann man sich sehr gut schützen. Wir haben anfangs ja vermehrt über den weißen Hautkrebs gesprochen. Ja. Möchte ich doch noch einmal auf den schwarzen Hautkrebs zu sprechen kommen, den ja die meisten von uns, wie gesagt, auch im Kopf haben. Dieser Tumor ist immer bösartig und deswegen auch anders in der Behandlung, oder? Da muss man auch ein bisschen differenzieren. Der schwarze Hautkrebs in der allerersten Phase ist noch nicht bösartig, weil er nicht streut. Wenn er aber tiefer in die Haut eindringt, dann ist ein Potenzial da, dass er streut, ja, also Metastasen macht, ja, Tochtergeschwülste. Und dann ist er natürlich bösartig. Wovon hängt dann das ab, ob er tiefer in die Haut eindringt? Ist das einfach der Zahn der Zeit? Das ist genau, was Sie sagen, der Zahn der Zeit. Ist es eben so wichtig, dass man einmal im Jahr zum Hautarzt geht und sich anschauen lässt, von der Locke bis zur Socke. Mhm. Den ganzen Körper und schaut, ob da irgendwelche Pigmentflecken sind, die auffällig sind. Ja? Ganz wichtig ist, auch wenn man in einer Partnerschaft lebt, dass man sich gegenseitig anschaut. Immer zum Beispiel am 1. eines Monats oder am 15. eines Monats. Dann bekommt jeder vom anderen nach ein paar Monaten so eine kleine Sternkarte. Man kann sagen, Moment mal, aber dieser Pigmentfleck,
den du da am Rücken hast, der ist ein bisschen größer geworden oder er ist ein bisschen dunkler geworden oder ein bisschen unregelmäßiger geworden. Ja. Und die sollte man dann entfernen lassen. Also das wirklich in den Alltag auch integrieren, dass man genau hinschaut, ne, und sich auch merkt, wo man Flecken hat und die im Auge behält. Richtig. Wissen Sie, das ist ja nicht so wie, wenn man was im Magen hat, dann braucht man einen Schlauch, mit dem man im Magen reinschaut. Hier an der Haut kann man es von außen sehen. Mhm. Da sieht man auch Veränderungen. Man muss es eben nur machen. Sie haben eben die Früherkennungsuntersuchung angesprochen. Ja. Ich glaube, da gibt es ja doch die ein oder andere Verwirrung, was die Kostendeckung angeht. Wie sieht das aus? Die Kassen bezahlen das ab dem 35. Lebensjahr alle 2 Jahre. Und wenn ich unter 35 bin, was ist dann? Dann ist es eben keine Kassenleistung. Das hängt dann wahrscheinlich damit zusammen mit dem Alter und der vermehrten Sonneneinstrahlung, dass das Risiko dann höher ist, oder? Nein, das ist eine Festlegung, die eben festgelegt wurde. Mhm. Und wenn ich unter... Also nicht von Dermatologen, sondern das wurde in Berlin beschlossen. Und wenn ich mich trotzdem untersuchen lassen möchte und unter 35 bin, gehe ich trotzdem zu einem Hautarzt und sage, ich möchte so einen Routine-Check machen? Genau, so würde ich das auch vorschlagen. Was wird da genau gemacht? Da werden Sie angeschaut von oben bis unten. Ja. Nur mit Hilfe der Adleraugen meines Hausarztes oder auch mit Geräten? Also mit Hilfe des Adlerauges, das ist ganz klar. Und es gibt dann manchmal noch die Möglichkeit, dass man sich gewisse mit einer Lupe anschaut. Dass man noch eine Vergrößerung dann bekommt und eben diesen Pigmentfleck noch etwas besser beurteilen kann. Ich erinnere mich an eine ähnliche Untersuchung, die ich mal habe machen lassen. Da wurden allerdings irgendwelche Leberflecke, die etwas, alarmmäßig aussahen, mir fällt jetzt kein besseres Wort an, die wurden in einer Datenbank abgeglichen. Ja. Was ist das für eine Untersuchung? Natürlich kann man eine Videodokumentation machen, dass man eben diese Leberflecken, wir sagen dazu Nevi, eben aufnimmt und dann im Computer sozusagen archiviert hat. Mhm. Und wenn der Patient dann wiederkommt, dann kann man das gleiche Muttermal am Oberarm zum Beispiel vergleichen, wie sah es vor 2 Jahren aus. Mhm. Oder vor einem Jahr. Hat sich es verändert? Ja, ist es größer geworden? Ist es gleich geblieben? Das heißt, wenn man zu diesen Untersuchungen geht, ist auch wirklich wichtig, dass man es regelmäßig macht, um die Veränderungen parat zu haben. Ein malignes Melanom in der Frühphase ist vollkommen heilbar. Ab wann würden Sie denn empfehlen, diese regelmäßigen Untersuchungen machen zu lassen? Ich würde sagen, würde vorschlagen, ab dem 18., 20. Lebensjahr. Mhm. Woran erkennt man denn genau ein Melanom? Ich glaube, Sie folgen da ja einer bestimmten Regel dabei. Gut, ein malignes Melanom erkennt man natürlich durch den klinischen Blick, das ist ganz klar. Aber es gibt eben mehrere Merkmale, die sich da verändern können, wenn aus einem Leberfleck ein malignes Melanom entsteht. Wobei ein malignes Melanom aber auch so mal entstehen kann, ohne aus einem präexistenten Leberfleck hervorzugehen. Und da gibt es eben nun gewisse Kriterien, die einem aufmerksam machen, dass da was nicht ganz in Ordnung ist. Das ist zum einen mal der Durchmesser, wenn der größer als 5 mm ist. Das ist zum anderen eine unscharfe Begrenzung. Das ist zum anderen eine unregelmäßige Pigmentierung, also unterschiedliche Farben, die man erkennt. Ja. Und es ist eine gewisse Erhabenheit. Ja, mhm. Das Ganze ist in der ABCD-Regel zusammengefasst. Gibt es eigentlich auch unterschiedliche Melanomtypen? Sie sagten anfangs, Sie haben den weißen Hautkrebs unterschieden. Ja, es gibt mehrere unterschiedliche Melanomtypen. Es gibt ein oberflächlich spreitendes malignes Melanom. Da breitet es sich erst in der Oberfläche aus, bevor es in die Tiefe geht. Dann gibt es das noduläre maligne Melanom. Da ist das Wachstum eigentlich relativ rasch in die Tiefe, was das auch etwas gefährlicher macht. Dann gibt es das akrolentiginöse Melanom, das ist an den Hautakren, also an den Spitzen der Haut, wie zum Beispiel hier an den Fingernägeln und an den Fußnägeln oder am Ohr. Dann gibt es das lentigomaligne Melanom, das ist oftmals im Gesicht, wo sehr viel Sonne hinkam, tägliche Sonne, wie wir gerade besprochen hatten. Und dann gibt es noch Melanome, die man nicht ganz klassifizieren kann. Haben diese Melanome denn eine unterschiedliche Therapie zur Folge oder werden die alle gleich behandelt? Also zu Beginn eines malignen Melanoms steht immer die operative Therapie im Vordergrund. Das ist das Erste. Und dann? Damit ist es bei vielen Patienten auch dann erledigt. Mehr muss man da nicht machen. Es kommt eben darauf an, welche Therapie sie fahren, wie tief das Melanom schon in die Haut eingedrungen ist. Mhm. Ja. Und da
wenn man so ein Hautmelanom hat, operiert man das mit einem Sicherheitsabstand. Wenn die Eindringtiefe unter einem Millimeter ist, dann mit 1 Zentimeter. Wenn es über 1 Millimeter ist, dann mit 2 Zentimeter. Gibt es noch andere Therapieformen, also meinetwegen vorbeugende Therapie, oder muss man im Anschluss etwas beachten? Oder ist es wirklich damit getan, dass der Tumor entfernt wird und dann hat man auch beim schwarzen Hautkrebs seine Ruhe danach? Also wenn die Tumordicke sehr gering ist, dann kann man sagen, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit wird nichts mehr auftreten. Mhm. Ja? Wenn das Melanom schon etwas fortgeschrittener ist, dann können schon Metastasen auftreten. Und dann muss man eben andere Möglichkeiten der modernen Medizin ausschöpfen, die also es auch gibt. Strahlentherapie, Chemotherapie. Strahlentherapie, Chemotherapie, genau. Mhm. Das ist aber individuell halt verschieden. Man muss immer den ganzen Mensch dann sehen. Man muss sehen, wohin hat das Melanom gestreut. Mhm. Kann man was operieren? Wenn man es operieren kann, dann operiert man es. Ja. Ist es nicht operabel, dann muss man andere Möglichkeiten hinzuziehen, wie die Strahlentherapie oder wie eine Chemotherapie. Das ist eben immer individuell verschieden. Und das hat dann ja wirklich schon extreme Konsequenzen, wenn es wirklich so weit kommt. Weiß man denn eigentlich, wie schnell ein Hautkrebs sich so verändern kann, dass dann eventuell eine Chemo nötig ist? Oder ist das auch individuell ganz verschieden? Das ist individuell verschieden. Das kommt immer also auf den Verlauf drauf an. Also wirklich umso wichtiger, dass man auch da gleich am Anfang etwas dagegen tut. Richtig, und nicht wartet, wie etwas wächst. Sondern gleich, man sieht, ich habe hier ein Pigmentmal, das hat sich irgendwie verändert, größer geworden, erhabener geworden, unterschiedliche Farbschattierungen bekommen, dass man dann gleich zum Hautarzt geht und sagt, Herr Doktor, Frau Doktor, ich muss Ihnen hier was zeigen. Also im Zweifel auch da lieber einmal zu oft zum Arzt als einmal zu wenig. Lieber einmal zu oft als zu wenig. Mhm. Zum Schluss entlassen wir unsere Zuschauer immer ganz gerne mit ein paar Tipps. Vielleicht können wir noch einmal aus unserem Gespräch die zusammengetragenen Infos zusammenfassen. Was können wir tun, um unsere Haut bestmöglich zu schützen? Das ist ganz wichtig, dass man eben sich vor der Sonne schützt. Wir lieben ja die Freizeit, wir lieben das Meer, wir lieben Segeln oder was wir alles machen an Sport, oder dass wir eben dann uns schützen, wie schon gesagt, Sonnenbrille, Sonnenhut auf, ja, die Partien der Haut, die der Sonne zugänglich sind, dass wir die mit Sonnencreme eincremen, und zwar mit guter Sonnencreme, die einen guten Lichtschutz hat, und eben schauen, wenn es möglich ist, dass wir nicht in der Hauptsonnenzeit nach draußen gehen. Ich vergleiche es immer mit Italien. In Italien um die Mittagszeit sind die Italiener alle zu Hause, nur die Deutschen sind am Strand. Wie sieht es mit Solarium aus? Das sollten wir vielleicht auch noch einmal ansprechen. Also was man eben wissen muss, dass das Solarium eben auch die Haut schädigt. Und die Haut merkt sich jede Strahlung. Und Sonne macht eben auch die Haut alt, das muss man wissen. Es gibt die Pigmentverschiebungen, es gibt Falten, die durch die Sonne kommen. Wenn die Zigarette noch dazukommt, dann haben Sie einen Turbolader für die Hautalterung. Mhm. Das heißt, dieses Schönheitsideal, je brauner, je dunkler, desto besser, da müssen wir uns wirklich von verabschieden aus diversen. Da kann man sagen, das sieht in der Jugend vielleicht gut aus, aber wenn das Leben dahin geht, dann wird es nicht mehr so schön. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Sander, für die Information. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ja. Ihnen, liebe Zuschauer, auch vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie haben einiges Nützliches von uns erfahren, wie Sie Ihre Haut etwas Gutes tun können. Und wenn Sie Lust haben, dann klicken Sie doch auch mal rauf auf unsere Internetseite. Die lautet www.asklepios.com/nachtvorlesungen. Dort finden Sie nicht nur die Sendung, die Sie jetzt gerade angucken, sondern wir haben auch eine ganze Reihe anderer Sendungen zu anderen Erkrankungen für Sie bereits aufgezeichnet. Klicken Sie sich einfach mal durch, wenn Sie ein bisschen Zeit haben. Wir haben uns sehr viel Mühe gemacht, Sie da umfassend zu informieren. Außerdem finden Sie auch auf unserer Internetseite eine Liste, wann und wo und zu welchem Thema die nächste hanseatische Nachtvorlesung vielleicht in Ihrer Nähe stattfindet. Diese Veranstaltung kann ich Ihnen auch nur empfehlen. Alles Gute für Sie. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, tschüss.